Seit mehreren Monaten schon liegt Edeka im Preisstreit mit zahlreichen Markenherstellern. Darunter sind unter anderem Procter & Gamble, Mars und Pepsi sowie Teile von Henkel, Schwartau und Unilever. Wir haben aktuell 17 Konzerne, die uns nicht beliefern, sagte Vorstandschef Markus Moser am 23. April bei der Präsentation des Jahresabschlusses. Dies hat zur Folge, dass beispielsweise Schokoriegel von Mars in vielen Edeka-Filialen nicht mehr verkauft werden. Bald könnten auch die von Procter & Gamble produzierten Pampers-Windeln aus den Regalen fliegen. Denn die Gier der internationalen Markenartikler lasse noch nicht nach, kritisierte Moser. Und wir können sie noch weniger nachvollziehen als im vergangenen Jahr, ergänzte der Edeka-CEO. Denn inzwischen seien etliche Rohstoffe etwa für Waschmittel, aber auch Weizen, Öle und Fette wieder billiger geworden. Wir sind ganz klar so unterwegs, dass die Markenartikelindustrie ihre Ergebnisse maximiert und lieber auf Belieferung verzichtet, führte Moser weiter aus. Edeka wolle die Preistreiberei nicht akzeptieren.